die Autos waren ja auch schlechter. Und, auch, und heute sind die immer Autos moderner geworden. Und früher war das ja so, da fuhren die Familien über den Ring mit Frau und Kinder. Sieht man heute nicht mehr. Heute sind ein oder zwei Mann nur, die da rumrasen statt fahren. Ne? Das ist das. Mein Vater hat den Nürburgring gebaut und ist als Streckenwärter da gewesen. Und dadurch hatte der Sohn, das bin ich, auch die Chancen, vom Nürburgring anfangen zu arbeiten. 9 Jahre bei der Kolonne, im Fahrerlager, hätte ihn geschnitten, Gras gemäht, alle haben richtig gemacht. Und dann wurde hier das Ding ganz neu gebaut. Da bin ich hingekommen und sitze heute noch hier. Also 1927 ist der Nürburgring hier eröffnet worden. Und die Ausstellung, die wir hier aufgebaut haben, jetzt, ich bin immer noch im Endeffekt am Aufbauen, seit 6 Jahren. Unter anderem haben wir im Museum die erste Tanksäule von BV Aral stehen, von 1927, die als allererste Tanksäule hier am Nürburgring aufgebaut worden ist. Und da haben die Fahrzeuge halt noch mit Handpumpe getankt. Da war das nicht wie ein Team, was ankam, den Schlauch reingesteckt und 3 Sekunden ist der Tank voll und 70 Liter sind drinne. Da musste von Hand 5 Liter hochgepumpt werden, abgelassen werden an der Strecke. Und da waren alle Marken auch vertreten. Und wenn man die Boxen sieht, was hier das historische Fahrerlager ist, dass sie mit 2 Autos in diesen kleinen Boxen standen und dann erst hoch zur Strecke und da die Boxen hatten, wo sie sogar über die Mauer steigen mussten, nicht mal in eine Box, wo man die Strecke reinfahren konnte. Das hat sich also so sehr geändert. Heute kommen die mit 5 Fahrzeugen und bauen Paläste auf, wo sich ein Autonormalverbraucher nicht mal ein ganzes Leben Haus für bauen kann, was die mal eben für ein Rennen hier aufbauen. Das ist schon unglaublich. Ja. Der Platz hat sich verhundertfacht, den man braucht. Die Technik bei allen Motorsportveranstaltungen, die geht weiter. Wir können die Formel 1 heute mit einer Formel 1 vor 5, vor 10 oder vor 40 Jahren nicht vergleichen. Genauso können wir das 24-Stunden-Rennen nicht vergleichen. Wir haben Autos, die sind heute hochtechnisiert. Wir haben Reifen, die sind natürlich auf einem ganz anderen Level, wie es vor Jahren war. Allein die Zeitnahme mit Sektorzeiten, mit Livestream, was wir heute alles haben, sind natürlich alles Mittel, die hatten wir in der Vergangenheit nicht. Heute ist die Technik im Prinzip gläsern. Wir sehen zu jedem Zeitpunkt, wo das Auto ist, wie schnell das Auto fährt. Der Zuschauer weiß, wer da drin sitzt, über Zeitnahmesender, die da drin verbaut sind. Das ist heute natürlich eine ganz andere Geschichte und das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Ja? Obwohl man manchmal sagt, ja, hätten wir doch und wären wir doch gerne noch mal in diese Zeit zurückversetzt. Und da hat man in den letzten Jahren enorm viel gemacht. Ne? Auch generell an der Strecke. Die ist ja so sicher geworden, für mich irgendwie, ich hätte nichts auszusetzen an der Strecke. Der Führung, auch wenn die Leitplanken näher dran sind. Das ist mir sogar lieber. Ich habe die Leitplanke direkt neben dem Asphalt. Da kann ich nicht irgendwie durch die Gegend fliehen und bin dann machtlos. Das hat sich schon geändert. Sagen wir die Boxenanlage, wenn ich dran denke, früher an den alten Boxen. Die kamen vorne vorbei und hinten vorbei. Und dann sind wir noch mit Flammenrohr gefahren anfangs. Und das kann ich mir eigentlich heute nicht mehr vorstellen. Wir haben zwar damals geschimpft, wo auf einmal Flammenrohr weg war. Aber heute würde ich noch mehr schimpfen, wenn es wieder käme. Also wenn man sich mal die Bilder von, ich sag mal noch von vor 30, 40 Jahren anschaut, da waren ja teilweise auf der Nordschleife noch gar keine Leitplanken verbaut. Da war ein schmaler, vielleicht 50 cm oder 80 cm schmaler Grasstreifen.
Danach kam schon ein Graben, wo drüber die Entwässerung abgelaufen ist. Und hinter dem Graben gab es Hecken. Und wenn du abgeflogen bist, dann ging die Hecke auf, Hecke zu und keiner hat dich mehr gefunden. Wir haben rundherum Leitplanken bis zu 5- und 6-stöckig hoch. Wir haben rundherum 4 Fangzäune, um die Zuschauer zu sichern, falls mal was Größeres passiert. Ich denke, so eine Rennstrecke, wenn man sie langfristig erhalten will, wenn wir also irgendwann mal die 100-Jahr-Feier erleben wollen, da muss man sie pflegen, da muss man sie weiterentwickeln und auch natürlich den neuesten Gegebenheiten einfach anpassen. Das hat man zum Glück auch über die Jahrzehnte immer wieder gemacht, immer wieder Anpassungen. Ich habe als Kind die Rennstrecke auch noch ein bisschen anders erlebt, als sie heute ist. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, jede Veränderung hat dem Nürburgring einfach gut getan, der Nordschleife unheimlich geholfen, dass sie weiterhin natürlich auch den TÜV-Stempel der FIA, der obersten Sportbehörde in Paris bekommen und somit auch wirklich professionelle Autorennen dort immer noch gefahren werden können. Wäre das nicht der Fall und der Stempel wird einfach nicht mehr vergeben, dann finden auch keine Rennen mehr statt auf der Nordschleife. Das wäre eine Schande. Momentan muss ich sagen, es ist wieder Zeit, ein bisschen zurückzuschrauben, weil die Autos sind unheimlich schnell. Zum Beispiel die Flaggensignale, da fahren wir so oft vorbei und kriegen überhaupt nichts mehr mit. Du kannst auch nicht mehr sehen, waren im Brünnchen viele Leute oder waren überhaupt keine da. Man hat so einen Tunnelblick, man rast eigentlich nur noch durch die Eifel. Das ist fast ein bisschen schade. Also die Sicherheit ist natürlich wesentlich besser geworden. Die Autos sind natürlich auch wesentlich schneller geworden. Aber es ist hier natürlich auch eine gewisse Fernnähe, wie wir sie sonst im Motorsport leider nicht mehr haben. Das heißt, die Fahrzeuge, die hier mitfahren, das ist ein sehr breites Spektrum. Und jeder ist hier im Prinzip dann Teil davon. Und es gibt auch keine Rivalität wie im Fußball. Hier ist es so, dass da der totale Zusammenhalt auch da ist. Und sowas wie im Fußball, dass man sich da gegenseitig da Hooligans oder sowas dann auch schlägt, das gibt es ja nicht, das ist ein Miteinander und das ist halt das Schöne auch beim 24-Stunden-Rennen und das macht das 24-Stunden-Rennen auch insgesamt aus. Ja, nichts mehr zuzufügen. Wir haben mehr Sicherheit in den Boxen und trotzdem haben wir noch den Original, den ursprünglichen Charakter vom 24-Stunden-Rennen. Die Fans sind draußen noch genauso am Feiern, am Grillen wie auch vor 30 Jahren. Deswegen diese Originalität ist schon erhalten geblieben und trotzdem haben die Teams sich professionalisiert. Für mich ist das kein Manko, das gehört dazu. Und trotzdem wollen wir alle miteinander diesen Spirit, diesen Geist des 24-Stunden-Rennen auch weiter behalten und weiter feiern gemeinsam. Als ich vor ein paar Jahren schon mal das erste Mal da unten jemanden gesehen hatte, der seinen Simulator mit hatte, noch einen größeren Sitz und alles und im Zelt geschlafen hat, um im Auto zu fahren, das war so geil. Da habe ich irgendwann gedacht, so in diesem Jahr habe ich gedacht, so wir haben Platz satt, den Wohnwagen mit und den Bulli, dann mache ich das diesmal auch. Mir gefällt das Spiel, ich finde es perfekt gemacht. Die Strecken sind super ausgearbeitet, mit jedem Graffiti am Boden. Die Details der Autos sind sehr, sehr gut gemacht. Ich finde auch, das kann Kindern, die jetzt kein Auto fahren dürfen, ziemlich was beibringen. Ja, also ich glaube, ein Highlight für uns war natürlich absolut, als ich im letzten Jahr in Tokio war. Da fühlte ich mich natürlich auch so ein bisschen stolz, wenn das eigene Auto durchs Bild fährt. Aber wenn man sieht, was die Techniker da gemacht haben, also wenn du wirklich das Auto fährst und erlebst eigentlich so virtuell jeden Bump und jeden Sprung und jeden Huckel in der Rennstrecke, dann ist das schon sehr, sehr nah an dem, was du als Rennfahrer in dem Auto auf der Rennstrecke erlebst. Und dafür kann ich echt nur sagen, Kompliment.
aber man sieht erst, was dahinter steckt, wie viele Leute da programmieren sind, machen sind und tun sind, was an Daten eingesammelt wird. Also alle, die schon in den 90er Jahren Racing Games gespielt haben, haben sich ja alle nach der Nordschleife gesehnt. Und da gab es erste Versuche, die waren aber alle nicht so toll. Als dann 2002, 2003 Gran Turismo mit der Nordschleife lasergescannt dann auf den Markt kam, war der absolute Durchbruch. In dem Moment konnte die ganze Welt tatsächlich das erleben, was wir als Rennfahrer hier genießen dürfen. Und der größte Beweis für die Leistungsfähigkeit von Gran Turismo war für mich im Jahre 2004, als Andy Priot keine Erfahrung auf der Nordschleife hatte, nur Gran Turismo gefahren ist, kam dann hier hin und hat der versammelten BMW-Werksmannschaft erstmal gezeigt, wie man hier oben schnell ist. Ich glaube, das war der erste Moment, wo man gezeigt hat, dass die Simulation, insbesondere Gran Turismo, auf so einem hohen Standard ist, dass du die Rennstrecke auf der ganzen Welt genießen kannst, lernen kannst, zum Nürburgring kommst, zu konkurrenzfähig bist. Einen besseren Beweis gibt es eigentlich überhaupt nicht. Ich war ja Juror bei der Nissan GT Academy mehrere Jahre. Und was ich da erlebt habe, der Sprung vom Computerspiel ins Rennauto. Die sind Single-Seater gefahren, die sind Tourenwagen gefahren. Nissan GT-R, was schon richtig Qualm an der Kette hat, das Ding. Und die sind quasi aus dem Bürostuhl in den richtigen Rennsemmel rein und haben von vornherein Gas gegeben. Das war sehr beeindruckend. Hut ab! So, I'm here thanks to Gran Turismo, because after having won GT Academy, I'm racing for real for 7 years now. And it's a really nice step to change from video game to real racing. And it's really enjoyable, and especially driving here at the MCS Nordschleife is a unique experience. Ich habe das jetzt selber erlebt. Jemand, der sich also auf der Gran Turismo vorbereitet hat, der kam hierher. Der wusste jeden Streckenabschnitt, der wusste selbst jeden Meter auf der Strecke. Und das war relativ einfach, ihn dann zu schulen auf der Nordschleife. Deswegen ist das natürlich ein tolles Tool, um die Young Generation vorzubereiten. Vielleicht sogar auch alte Säcke wie mich. Weltweit keine Rennstrecke, die einen solchen Charakter hat. Von der Länge her geht es rauf und runter. Man ist dicht dabei, man sieht, wie die Autos kämpfen. Und auch, wie Fehler ganz schnell geahndet werden, ne? Ab an die Leitplanke. Man fährt hier mal 50 Runden über die Nordschleife, da weiß man, was wegfliegt. Voraussetzungen sind nicht immer stabil gewesen. Wir haben sintflutartige Regenfälle gehabt. Wir haben letztes Jahr Hagel gehabt, wo das Rennen abgebrochen werden musste. 30 Grad im Schatten, aber auch wirklich ganz, ganz bitter kalte Tage haben wir hier oben schon erlebt bei diesen Rennen. Ja, viele, die schimpfen drüber. Wenn der Nürburgring hier nicht wäre, dann wäre hier eine ganz tote Ecke. Der Motorsport sollte Vorreiter sein, aber er ist ein freiwilliges Labor für die Serie. Und es ist genauso blödsinnig wie Drachenfliegen, Fußballspielen oder was auch immer. Sag ja, solange es einer machen möchte,
ist das in Ordnung. So, und es kommt kein Mensch auf die Idee, in einem Labor das Licht auszuknipsen, um Geld zu sparen. Der Lobesing haben wir hier richtig betrieben. Da läuft hier richtig rund hier jetzt mal. Richtig. Mit dem Rennen gar nichts zu tun. Das geht hier um die Freundschaft. Das ist Historie. Das ist Zusammenhalt. Und das ist ganz wichtig. Wenn man mal angekommen ist an so einem 24-Stunden-Rennen, ich glaube, man freut sich immer, der Tier oder ein GT3-Auto fährt genauso, weil ich glaube, die Leistung in einem kleineren, wie mittleren, wie großen Auto ist ähnlich zu bewerten. Das ist einfach ein fahrisches Können, einfach ein bisschen Glück gehört dazu, um möglichst keine Fehler zu machen. Und dann kommt der Rest alleine. Also ist schon eine Kult-Rennstrecke, wenn man das so sagen kann. Immer schwerer geworden, hier oben erfolgreich zu sein, weil einfach die Competition auch über die Jahre immer intensiver wird, immer mehr Werke beteiligen sich und das sind einfach ganz andere Herausforderungen, Jahr für Jahr. Wir haben viele gute Rennserien in Europa und auch weltweit, aber in dieser Konstellation der Klassen, der Fahrzeuge, die zusammen unterwegs sind, ist es eben einmalig. Autos rein, dann habe ich die Autos da kassiert und da fuhren die. Da kam das nächste Auto immer weiter, den ganzen Tag Autos kassiert. Mein ganzes Leben kann man sagen. Bis dann ich Rentner geworden bin, Autos kassiert. Das war schön. Das hat mir gut gefallen.